Ja, Moinsen, mein Name ist Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Coach überhaupt in Hamburg und wie man hier einen Zebra sieht, immer noch in Murnau, wo ich vielleicht sogar eher finde, momentan Zeit finde, ab und zu mal eine Sitzung zu machen. Also wenn ihr in der Nähe wohnt, ist fast leichter. Oder deutlich leichter als in Hamburg gerade. Ja, erstmal wollte ich gern einen kleinen Aufruf machen. Also mein Kanal ist ja jetzt so kurz unter 10.000 Abonnenten. Erstmal vielen Dank dafür und liked ihn weiter gern und empfiehlt es gerne weiter. Und kommentiert fleißig und wie auch immer. Und ich wollte gerne mal, ja, die Menschen, denen ich E-Mails beantwortet habe zu Beginn meines Kanals, sag mal so zwischen 10 und 1000 Abonnenten oder 10 und 100 Abonnenten, also ja, also wenn ihr das noch guckt hier, dann gebt doch mal ein Update, wie es euch jetzt geht. Sagt vielleicht mal, welches Video oder welche E-Mail ich von euch besprochen habe, wenn ihr mir schreibt. Wäre vielleicht auch mal spannend zu sehen, wie gehen so Lebenswege so weiter und wie ist man vielleicht aus Sachen rausgekommen und so weiter. Ja, würde mich freuen. Und Thema heute ist ansonsten, den Opferstatus verlassen. Ist vielleicht kontrovers für die einen oder den anderen, wenn man vielleicht in so einer Beziehung war, wo alles drunter und drüber ging und man verarscht worden ist und manipuliert und Geld verloren hat. Und es ist auch okay, auf den Partner, oder es gehört auch wirklich dazu, zu dem Prozess, auf den Partner sauer zu sein und zu sagen, ey, ist vielleicht ein Arsch, meinetwegen auch, oder hat sich scheiße verhalten oder war einfach nicht loyal oder hat es nicht verdient, in meinem Leben zu sein. Oder ist total okay, ist auch okay, zeitlang die Wunden zu lecken, und es ist auch okay, sich zeitlang als Opfer davon zu fühlen. Ne? Das ist total okay. Aber irgendwann muss man da mal raus, und das ist wirklich viel. Also, das sehe ich bei vielen, die mir schreiben, vielen Klienten, kenne das persönlich teilweise auch, dass es einem irre schwierig fällt. Das manchmal zu verlassen, weil, oder einfach zu sagen, ey, es ist immer, alles hat sich gegen mich verschworen oder ich weiß nicht was. Weil das wie so eine eingefahrene Spur ist. Ne? Das kennt man vielleicht schon aus der Kindheit, dass man da in so einem, keine Ahnung, da wahrscheinlich wirklich Opfer war in der Kindheit, weil da kann man sich ja schlecht wehren irgendwie. Aber irgendwann muss man da mal raus. Also wenn man da, also jetzt auch bei Menschen, die nicht so richtig weiterkommen in ihrem Prozess, ist es manchmal, haben vielleicht auch keinen Kontakt mehr zu Toxen und arbeiten an sich, aber solange man noch, ja, irgendwie das Gefühl hat, ich bin Opfer von diesen ganzen Menschen und ist immer noch ein wichtiger Schritt zu tun. Und es ist vielleicht auch einer der schwersten manchmal, ne? Weil das, wie gesagt, so gewohnt ist, diesen Bahn zu denken und das irgendwo auch, also so schrecklich das auch ist, irgendwie, ja, es ist eben das, was sich gewohnt anfühlt, so, ne? In diesem Sinne, es ist wichtig, Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen und zu sagen, okay, ja, ich kann natürlich nur wissen, was ich zu Zeitpunkt X weiß, und das ist auch okay, dass ich in der Vergangenheit diese und jene Entscheidung getroffen habe, aber ab jetzt übernehme ich Verantwortung für mein Leben, ne? Und sozusagen gucke mir halt an, wen ich in mein Leben lasse, an wen ich nicht reinlasse oder unter welchen Bedingungen. Und selbst wenn ein Narzisst oder was weiß ich nach dem anderen kommt, ja, das ist eben so. Ich muss mir ja nicht meine Zeit mit denen vertreiben, ich muss sie nicht reinlassen, ich muss nicht mit denen schlafen. Muss gar nichts irgendwie, ne? So, das Einzige, für den ihr Verantwortung habt, also falls ihr jetzt mal abgesehen von Kindern, das seid ihr selber, ne? Also was tut mir gut, ne? Was kann ich für mich tun? Das ist ja auch letztlich in der inneren Kindarbeit so wichtig, dass man sich selber versucht, Bestätigung zu geben,
Ja, sich selber zu mögen, vielleicht das innere Kind nachzubeeltern und nicht zu erwarten, was man, glaube ich, echt tut in toxischen Beziehungen, dass die anderen das machen. Weil das, ich glaube schon, also viele toxische Beziehungen oder die meisten wahrscheinlich sogar, sind ein Versuch, alte Wunden zu heilen. Ihr hattet nicht verfügbaren Elternteil und euer inneres Kind oder wer auch immer sucht sich dann so einen Partner, der auch nicht verfügbar ist, und die Heilung wird erhofft dadurch, dass dieser nicht verfügbare Partner versucht wird, verfügbar zu machen, was natürlich nie funktioniert, so, ne? Und ja, und ich denke, das ist auch so von einer, wie man so will, von einer Bewusstseinsentwicklung her wichtiger Schritt, also aus diesen ganzen Abhängigkeiten rauszukommen und zu sagen, ja, ich bin irgendwo so für mein Leben verantwortlich. Also zumindest, natürlich können wir ganz viele Sachen überhaupt nicht kontrollieren. Das heißt auch nicht, dass man alles kontrollieren kann. Das heißt einfach nur, ich kann entscheiden, wie ich auf Sachen reagiere. Ich kann nicht entscheiden, wer plötzlich auftaucht auf meinem Radar. Ich kann auch nicht entscheiden, was morgen passiert, ob die Welt in die Luft fliegt oder was weiß ich. Aber alles, was über meinen Weg läuft, hier kann ich entscheiden, was ich damit mache, und damit hat man schon gut zu tun, ne? Und das kann natürlich auch fehlerhaft sein, das ist alles überhaupt kein Problem. Aber man muss wirklich aufpassen, und das finde ich auch ein bisschen kritisch manchmal bei anderen Angeboten, die es ja auch im Netz gibt. Man, die haben alle ihre Berechtigung, ist alles fein, aber was ich immer so bleibt, so in diesem Hass auf bestimmte Menschengruppen oder bestimmte Charaktere. Man kommt nicht weiter, und wie ich auch schon in diesem Video gesagt habe, so die Mauern des Co-Abhängigen, also ich persönlich habe ja auch schon x-mal gesagt, glaube nicht an dieses Konzept von Co-Narzissmus, dass die Partner von vielleicht Narzissten jetzt auch Narzissten sind, aber was man schon sagen kann, ja, beide, das kann ich auch nur immer wieder sagen, werde ich auch immer wieder sagen, beide sollten wirklich gucken, auch der Pluspol, bin ich wirklich authentisch? Also bin ich wirklich der, der ich bin in dieser Beziehung? Habe ich mich selber am Mauern, dass ich nicht wirklich hier so auf der Bühne stehe, wie ich wirklich bin irgendwie? Und auch mal zu gucken, schiebe ich nicht vielleicht Menschen aus meinem Leben raus, ne, die vielleicht besser für mich passen würden? Das muss jetzt auch gar nicht alles Liebesbeziehungen sein, kann auch Freundschaften sein. Verhalte ich mich zu Menschen, die mir vielleicht viel besser tun könnten, die vielleicht auch kühl und abweisen, weil ich einfach nur Zeit verbringen will mit meinem crazy Pizza-Pommes-Mann oder meiner Pizza-Pommes-Frau, und wo, ja, wo bin ich abweisend, kühl, vielleicht auch manipulierend manchmal, ne? Also, ja, ich meine, das gibt nur ein Spielfeld, was man bearbeiten kann, das ist das eigene. Das ist manchmal wirklich bitter, dass es so ist, ne? Aber gut. Ja, genau. Gestern echt super schöner Kurs hier in Murnau gewesen, und nächsten werden dann in Köln und Mainz, und dann hätten wir das Bootcamp. Und denkt noch dran, wenn ihr euch für meine Ausbildung interessiert, das ist bis Mitte November da noch so einen Frühbucherrabatt gibt. Gut, ja, in diesem Sinne, wir werden es mal wiedersehen. Verwunderlich.